Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in Paris, herzlich willkommen hier im Parc des Princes. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Paris Saint-Germain gegen Brøndby IF. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Es kann losgehen im Parc des Princes. Wir freuen uns auf Durchgang 1. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Sergio Ramos spielt mit Marquinhos in der Abwehr. Marco Verratti steht mit Fabian im Zentrum. Und Lionel Messi spielt im Sturm. Und jetzt diese Chance. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Den Ball will er nicht hergeben. Jetzt der Angriff von PSG. Messi, Riesenchance. Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Ja. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Was? Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Den Ball holt er. Jetzt Messi am Ball. Was? Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Ist das das Tor? Gehalten! Super Szene von Donnarumma. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Mbappé. Zurück zum Mbappé. Kylian Mbappé-Lotin. Zug zum Tor jetzt. Die Riesenchance. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Fabian. Messi. Gefährlicher Steilpass, Ball kommt gut. Wir sehen, was sie davor haben. Sie wollen in den Rücken der Abwehr, wollen diese schnellen Pässe spielen, wollen auch das Tempo vorne nutzen. Ja, aber in der Szene war zu viel Tempo drin. Der Vorstoß kam zu früh und klar, das war Abseits. Donnarumma, ganz sicher. Marquinhos am Ball. Wir sind in der Schlussphase dieses ersten Spielabschnitts, die Gastgeber mit einer knappen Führung. PSG liefert hier ein gutes Spiel ab, Wolf, aber entscheidend ist jetzt dran zu bleiben. Das ist noch lange nicht gelaufen. Zwei Teams, die sich generell nicht viel nehmen. Das kann ganz schnell kippen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. 1 Minute gibt es noch oben drauf. Während der Pausenpfiff, das war sie also, die erste Hälfte im Parc des Princes. Vor der Pause hat Kylian Mbappé hier wirklich überzeugt. Buschi, gutes Spiel bislang. Er macht hier bislang ein gutes Spiel, hat ja schon sein Tor gemacht, sie liegen vorne. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Es geht weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. PSG ist vorne, wenn auch nur mit einem Tor.
gefährlich, der Steilpass. Stark gemacht, Doppelpack, niemand kann ihn aufhalten. Heißt es also jetzt. Blas Riveros. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Da hat er die Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Steilpass von Akibi. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Daniel Wass. Schöne Aktion. Abseits keine Frage. Das war schön zu sehen, wie der Vorstoß einen Tick zu früh kommt. Und dann machst du es der Abwehr natürlich leicht. Ja, aber da muss die Abwehr aufpassen. Irgendwann geht sowas gut. Irgendwann kommt dieser Pass perfekt und dann wird es gefährlich. Pablo Sarabia. Gute Chance. Stark. Das war's mit der Chance. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Fairer Einsatz hier. Wichtige Aktion. Donnarumma, ganz sicher. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Ist das der Anschlusstreffer? Erstmal geblockt. Starkes Tackling hier. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Er verhindert die Flanke. Was? Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste haben hier also verloren. Es ist eine knappe Niederlage. Das ist ärgerlich, aber sie werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das war eine durchschnittliche Leistung heute von ihm.